Ich setze einen Trecker von uns. Ich lasse schon mal das Schreiben auf. Hey, Martin! Oh, komm mal hier. Trecker. Du auch hier. Ja. Das ist ja. Ziel oder vom Ziel. Ja, ich glaube. Dann gucken wir, wie das mit dem Testdurchlauf hier klappt. So, du bist Nummer 5. Darfst du noch einen Handtuch rausholen? Sorry. Du hast ja noch gar nichts gekriegt und du unterschreibst schon. Ich vertraue dir voll. Gerne, Martin. Genau. Ein Handtuch nimmst du dir einfach, ne? Genau. Morgen. Mein Nachname startet mit Tee. Mit Tee. Da musst du einmal weiter. Versuchst du wieder die 100 oder? Nur die kleine. Oh, ja. ich nur die kleine. Hä? Nur die kleine Runde. Mach schon die kleine. Ich peile die 100 an, aber ich glaube auch nicht, dass es wahrscheinlich packt. Man sieht sich. Ganz wichtig, ihr könnt die Route, die ihr geht, verfolgen. Ihr könnt das auch all euren Bekannten, Verwandten, Freunden zeigen. Dazu einfach auf unsere Internetseite www.ultramarsch.de. Da gibt es einen Menüpunkt. Video oder Schreiben. Insbesondere wenn in der Nacht laufen da, ja, guck mich los, guck das mal an. Das mach ich jetzt nicht, aber guck. Da läuft er, der Mike. Hallo. Dieses Schritt. Hallo. Und winkt keiner zurück, was seid ihr alles für Leute? Samstagmorgen, der 28. September. Und somit seid herzlich gegrüßt zu einer kleinen Wanderung. Ja, wir sind heute hier in Sigmaringen gestartet. Ultramarsch Donauwellen. Einmal 100 Kilometer mit über 3000 Kilometern Höhenmetern. Und die kleine Runde von 53 mit plus minus 2000 Höhenmetern. Ich werde definitiv die kleine Runde machen, aber die hat es auch schon in sich. Hinter mir hört man auch den Markus Dingens. Der ist wieder live seit etwa 2 Stunden. Wir sind zwar erst 1 Stunde unterwegs, aber... Thomas ist hier bei mir. Sag mal hallo. Hi. Wir sind ja auch im Schwarzwald, die 50 so fast ganz zusammengegangen, gell? Ja. Ja, die Strecke ist, jetzt geht schon eine Treppe runter. Da muss ich gerade aufpassen. Moment. Oh, hier muss man wirklich aufpassen. Ruckzuck ausgerutscht. Kommen schon die ersten Felsen. Ja. Die Strecke soll ganz schön sein, allerdings auch sehr anspruchsvoll. Aber dafür sind wir ja hier. Ja, wir gehen das mal los. Es fusselt ein bisschen, aber generell soll das Wetter nicht allzu schlecht werden. Ist auch nicht kalt, muss ich gleich mal die Regenjacke ausziehen. Am Start haben wir so ein bisschen gefroren, aber jetzt ist schon angenehm. Gut, hier kommen schon die ersten schönen Passagen. Muss man schon den Kopf einziehen und den Selfie-Stab einfahren, sonst renne ich oben gegen. Bleiben wir gerade drauf. So, bis gleich. Bei nächster Möglichkeit rechts, danach rechts halten. Jetzt rechts abbiegen, danach rechts halten. Hier hoch, denke ich mal. Oder? Rechts halten, was heißt das? Hier hoch? Nö. Ah, da ist nur zum Aussichtspunkt. Okay, bleiben wir hier.
Ja, die noch junge Donau. Da fährt noch kein Schiff. Wirklich Schlauchboot. Weiter geht's. Jo, man sieht sich vielleicht noch. Jo. Oh, da geht's steil hinauf. Ich mal, die hat das irgendwann weg. Das ist, ich schwitze jetzt schon hier. Ja, hier ist natürlich jetzt schön. Das gefällt mir. Felsen und Wasser. Was willst du mehr? Außer Meer. Aber Meer war mir erst vor 2 Wochen so. Das ist ja fast wie bei extrem, extrem. Nur nicht ganz so hoch, die Brücke hier. Oh, jetzt schwingt aber ganz schön hier, ey. Herrlich. Ich muss ja wieder Quatsch machen. Jetzt kommen wir hier wirklich außer. Jetzt habe ich ein bisschen gewackelt. Jetzt sind wir wirklich in den Problemen hier. Jetzt links auf Wanderweg. Ist das überhaupt der Weg? Ja. So, mittlerweile sind wir bei Kilometer 9. Leichter Nieselregen hat eingesetzt. Ja, von Steigung her ist er bis jetzt noch im Vergleich zum Schwarzwald sehr entspannt, sage ich jetzt mal. Aber kann ja noch kommen. Jetzt gehen wir eine Treppe hoch und dann geht es ein paar Meter über eine Brücke in der Hauptstraße entlang, aber nur ganz wenige Meter und dann geht ihr in den Wald. Das ist sehr schön hier. Und wir melden das gleich nochmal. Es regnet, es regnet. So, jetzt regnet aber gut. Oh, Junge. Kilometer 10 ungefähr. Jetzt geht aber eine richtige Schauer runter, wie man sehen kann an den. Irgendwo ist ein Schirm. Ah, du hast einen Schirm auf. Ich sehe gerade irgendwo einen Schirm. Ja, ist jetzt unangenehm. Aber vielleicht hört er gleich schon auf. Weiter geht's hier. Ja, Kilometer 12 ist immer noch so ein kleines bisschen am Fusseln, aber es wird im Ganzen schon heller. Geht das schon eine ganze Weile jetzt hier bergab. Da reicht aber nur, dass es gleich wieder berghoch geht. Ja, der ganze Marsch hier ist immer auf und ab. Aber nicht zu harte Steigungen. Bis jetzt, wie im Schwarzwald. Und Bäume, da vorne kommt der nächste. Schön. Weiter geht's. Richtung VP1, ich weiß aber nicht, wann der kommt. Ich glaube bei 20 plus minus. Ja, Kilometer 13. Jetzt geht's schon eine ganze Weile zu Serpentinenarch, so einen kleinen Single Trail hoch. Regnet eigentlich nicht mehr. Im Moment ist nur noch was von Bäumen so runterkommt. Macht aber trotzdem nass. Weiter geht's. Jetzt wieder weg aus der Zivilisation. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Fast ausschließlich solche Single Trails. Kommt zwar nicht so schnell voran, aber wunderschön für zu gehen. Irgendwie klappt das mit unserer Navigation hier nicht, oder wir sind Höhenmeter geil, denn jetzt haben wir schon wieder einen riesen Extrabogen gemacht. Mit Höhenmetern. Komplett von der Strecke abgekommen. Schon das zweite Mal. Vielleicht sollte ich mal Komoot auf laut machen. Naja, ein paar Höhenmeter extra haben ja auch keinem geschadet. Ich weiß allerdings jetzt absolut nicht, wie weit das jetzt war. Scharf rechts. Sieht man irgendwo welche? Mal gespannt. Wenn der Thomas gleich wieder vor mir ist, dann weiß ich, wie weit es war. Also wie weit wir extra gelaufen sind. Oh, hier muss man ein bisschen aufpassen. Da oben sind
mal eben gelaufen. Ja, da hinten sehe ich auch Leute. Wir sind da runter. Wunderschön. Es gab bei Kilometer 17 doch noch ein Zwischen-VP. Sollte eigentlich keinen geben. Ich habe mal hier meine Flasche Spezi gerade mitgenommen. Ich muss gerade aufpassen, wo es hingeht. So viel Durst habe ich nicht. Aber ich wollte trotzdem trinken. Trinken unterwegs. Ich muss den Weg suchen. Ich kann nicht, dass ich noch mal falsch laufe. Ja, Kilometer 19. Noch etwa 3 Kilometer bis zum Donauwellenkuchen-VP. Aber ja, geht gleich berghoch. Also die richtig steilen Anstiege waren jetzt noch nicht dabei. Aber ich mag so Strecken rauf und runter, das macht echt Spaß. Nur berghoch, ja, kann man auch machen wie im Schwarzwald, aber die gefällt mir eigentlich besser. Ein schönes Auf und Ab. Weiter geht's mit leichter Steigung. Aber sieht davor noch steil aus. Bis später. Jetzt müssen wir rechts gehen. Ja, die Treppen da hoch zur Aussicht erspare ich meinen jetzt. Wir sind jetzt da genug Berg hochgelaufen. Ich folge dem Weg. Vermutlich hier durch. Was ist das hier denn? Ist das eine Burg oder was? Es kommt auch noch ein Auto. Geht hier durch. Ich kann das Schild lesen. Die Ruinen Ober- und Unterfalkenstein. Okay. Ah, wir sind richtig. Folge dem Weg. Okay, weiter geht's. Die Sonne kommt raus. Ich flipp aus. Schwenker aufbauen und sich hier gut gehen lassen. Gehen wir weiter. Ach, bestimmt hier. Bestimmt hier. Ne, hier nicht. Ich muss Weg suchen. Moment. Ja, wenn man so allein hier ist, dann muss man mal aufpassen. Hier ist ja wieder ein Schild, sind wir richtig. Kilometer 20, man sieht, die Sonne scheint so ein bisschen und es geht so gemächlich hier, Serpentinenarsch wieder bergauf. Wie weit? Da lassen wir uns überraschen. Ja, da sehe ich jetzt mal ein paar Leute vor mir, knackst im Gebüsch. Puh, geht noch steiler jetzt. Aber ah, wunderschön. Jo, da gingen wir jetzt eine ganze Weile bergauf, aber davon wird man auch mal mit diesen herrlichen Aussichten hier belohnt. Schön. Da sieht man die Donau und schöne Felsen. Ja, wunderschön hier. Gefällt mir. Top-Strecke, top, top, top. Ja, das sind noch mal Wanderwege. Da können sich die Veranstalter von rund um Köln mal ein Scheibchen abschneiden. Natürlich sind in Köln nicht so Berge. Aber man kann die Wege auch anders führen. Wie über Rotlichtmilieus und Bundesstraßen. Dir das mal an hier. Herrlich. Guckt euch das hier mal an. Perfekt, oder? Da hat sogar der Eifelbomber mal Zeit, um anzuhalten. So, Kilometer 23, hier ist er noch ruhig am VP. Das sieht ja gut aus hier. Herzlich willkommen. Hallihallo. Ja. Wie ist es? Ja. Ja, aber ist eine schöne Strecke, oder? Die beste, die ich bis jetzt gelaufen bin, die ersten 20 Kilometer. Und schon viele gemacht. Träumchen, Träumchen. Junge, ja. Junge, Junge, was hast du denn hier wieder alles gebacken? Ja, alles wie immer, du weißt alles doch. Wie immer.
Aber es ist gut, dass wir die Gurken klein geschnitten haben. Gell? Im Schwarzwald haben wir eine riesen Gurken gehabt. Ich hab ja, du kannst Riesengurken, ja, Riesengurken nicht, aber Gurken haben wir da schon. Gurken, ja. Nee, ich esse lieber einen Gurken. Freue ich schon. Und die schneiden wir durch. Wir können gerne ganz schön die Fassier da. Achso, da haben meine Oma früher schon gebacken. 164? Wir können dir natürlich danke. Auch noch ein zweites Tellerchen nee, nee. Geben. Nee, das ist alles, glaube ich, schon zu viel. Danke, danke, danke. Aber echt, die Strecke ist ein Träumchen. Definitiv. Besser geht, glaube ich, gar nicht. Ja. Nee. Na dann, viel Spaß. Ja, ebenso, ebenso, ebenso. Oh, jetzt kommt der Profi. Ich danke dir. Was Profis essen, die hauen die Kuchen ja rein wie jeden anderen, ey. Das Buffet zu verlassen, aber es muss sein, weiter geht's. Ja, der VP liegt jetzt schon wieder etwa 1 Kilometer hinter mir. Jetzt geht's über so einen schönen Waldweg hier, die Sonne kommt raus und wie immer, bester VP, besser kannst du gar nicht machen. Ich habe auch jetzt nur 3 Stücke Kuchen gegessen, 1 Stück Apfel, 1 Stück Pflaume und natürlich 1 Stück Donauwelle, herrlich. Aber da muss ich ein bisschen mich beherrschen. Ich hätte noch können 2 essen, 3. Aber da geht der Bauch zu voll. Weiter geht's bei bestem Sonnenschein und kühlem Wind. Wunderbar ist jetzt alles. Aber einsam ist kein Mensch. Wo sind die denn alle jetzt? Gut, die Schnellen sind alle vor mir. Aber das macht ja nichts. Ja, bei Ultramarsch gibt es Schlammbad inklusive, extra, wie heißt er, inklusive. Aber wir beschweren uns nicht, das ist herrlich. So muss eine Strecke sein. Perfekt. Und wenn man es auf Maul legen, dann legen wir uns auf Maul. Dann stehen wir auf und machen weiter. Wenn es nicht gerade so schlimm war. Gut, nee, ist jetzt wirklich sehr matschig gerade. Aber das haben wir auch nicht anders erwartet. Oh, 13 Uhr, Kilometer 28. Ja, für die kleine Runde ist so etwa jetzt die Hälfte erreicht. Jetzt haben wir 13 Uhr. Ja, wenn es so weitergeht, könnte ich vielleicht noch vor Einbruch der Dunkelheit im Ziel sein. Wird knapp werden. Okay, Befinden ist recht gut. Ganz normal im Moment. Ist natürlich anstrengend, da Trauben rund, aber das ist auch normal. Jetzt gehen wir gerade mal ein bisschen breiten Weg, aber da täuscht. Ganz, ganz selten. Oft sind fast immer nur schmale Pfade, matschige Wege und das ist richtig Action. Man kann ja gar nicht alles filmen. Aber perfekte Strecke bis jetzt. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, da sind mal Ausblicke. Frag mich nicht, wie das Schloss heißt, das weiß ich nicht, aber schön anzuschauen. Ja, Kilometer 31. Jetzt geht mal ein bisschen bergab, aber das heißt auch, dass gleich wieder aufwärts geht. Oh, Junge, Junge, so geht's die ganze Zeit. Hier muss man aufpassen. Ja, ja, aber sonst noch alles gut. Ein bisschen über 30 halt jetzt und ja, zwickt so ein bisschen, Rücken macht gerade ein bisschen Probleme und so ein leichtes Tief, alles normal. Ja, geht auch gleich wieder weg. Das ist doch ein ständiges Auf und Ab. Das geht ganz schön an die Kondition hier. Aber das wollen wir ja so. Geht jetzt hier runter, ja. Bis später. Ah ja, schon wieder ein paar hundert Meter extra, weil irgendjemand nachgelaufen ist. Der meint immer noch, wäre ich bin umgekehrt. Machen wir wieder falsch. Hier scheint die Trennung zu sein, also bin ich richtig. Jo. Hier trennen sich beide Routen. Bitte folge der von dir gewählten Route. Na links. Ich war richtig. Und ich kehre da gleich nochmal um. Ja, man muss wirklich höllisch aufpassen. Da kann man wieder ein paar hundert Höhenmeter extra, also ein paar hundert Meter hoch extra jetzt. Bin ich jetzt richtig abgebogen, dass ich auf die 100er Strecke gehe. Moment, ich muss auf mein Komoot gucken. Also navigationstechnisch ist heute nicht mein Tag. Jetzt habe ich die 4. Schleife gedreht. War meine Schuld, war eindeutig markiert. Oh, ich habe es einfach nicht gesehen. Zug kippt nicht. Jetzt bin ich am richtigen Weg. Ja gut, das sind immer kein paar Kilometer, aber da konnte ich schon ganz schön läppern. Das war jetzt schon der 4. Bogen extra. Mal schauen, wie es am VP aussieht, wie viele Kilometer ich mehr habe. Naja, so ist das, wenn man durch den Wald läuft. Perfekt.
Das Schloss haben wir heute schon mal gesehen, aber von einer anderen Perspektive, würde ich mal sagen. Weiter geht's Richtung VP2 schon. Ja, Kilometer 34, da geht's vorbei an der leicht hochwasserführenden Donau. Wie das Schloss heißt, weiß ich immer noch nicht. Ja, eigentlich müsste, wenn ich das richtig gelesen habe, der VP2 normalerweise jetzt hier sein, von den Kilometern her, aber irgendwie noch nicht zu sehen. Ich habe schon doch ein bisschen was extra gemacht. Mal gucken. Sehen wir dann gleich. Ja, dann war es jetzt doch nur 500 Meter mehr ungefähr. VP ist erreicht bei knapp 36. Ist ruhig, aber es sind nur ein paar Leute vor uns, 8 bis 10 circa. Hallihallo! Ein einsamer VP. Hallo. Ja. So, dann hol ich gleich mal ein paar raus, oh. Dann nehmen wir noch die Schale. Und Georg Schale, Kopfhalt machen wir jetzt hier. Das ist ein Kartoffelsalat. Machen wir ein bisschen Wasser rein. Okay, Kartoffelsalat, erstmal auch noch. Was? So, 14.35 Uhr, Kilometer 37 knapp. Ja, der VP liegt jetzt schon einen Kilometer hinter mir. Ich habe ein paar Minuten Pause gemacht, 2 Würste gegessen und eine leckere vegane Frikadelle. Und jetzt geht es auch schon weiter. Geht kommt ein bisschen bergauf. Sonne scheint. Und ich würde sagen, auf die letzten 18 Kilometer. Geht doch sehr gut eigentlich. Der Tief ist gerade ein bisschen überwunden, weil ich bei Kilometer 30 etwa ein bisschen hatte, aber ja, kann ja noch eins kommen. Puh. Hoch geht's. Ja, ich weiß, was ich eben erzählt habe, mittlerweile 4-mal verlaufen, aber ja, im ganzen gleichen Kilometer. Trotzdem ärgerlich. Aber die Beschilderung war top, war meine Schuld. Irgendjemand hat doch gesagt, die gäbe keine langen Anstiege. Also dieser hier ist tatsächlich schon ganz schön lang und ist noch kein Ende in Sicht. Na, dann holen wir mal einen Gang raus hier, so geht das hier nicht. Puh, ah, da vorne scheinen wir ein bisschen auf der Höhe anzukommen. So, Kilometer 40, hier scheint ein Aussichtspunkt zu sein. Oh ja, oh ja. Ja, vor ein paar Minuten waren wir da unten, ne? Jetzt sind wir schon wieder ganz weit oben. Herrlich. Ja, schon Moment wieder mal so ein lockeres kleines Tief, aber es geht immer weiter. Ich lasse auch die Leute, die vorbei wollen, liebend gern jetzt vorbeilaufen. Kein Problem. Weiter geht's. Oh je. Sind wir hier noch richtig? Hi, los. Oh, ein paar Bäumchen umgestürzt. Ah, kein Problem. Aber es scheint der Weg zu sein. Hui. Wie ein Pferdchen springt er hier. Hui. Ja, da hat mich eben auch noch eine Videobotschaft hier erreicht aus Köln. Mit Wünschen. Und so, ich sag jetzt schon mal. Nee, ich sag das später. Das verrate ich ja schon was. Videobotschaft kommt gleich aus Köln. Leben Martin, ich wünsche dir ganz liebe Grüße und viel Erfolg bei deinem Ultramarsch in Sigmaringen ist das, ne? Donauwellen. Ich wäre sehr gerne mit dabei gewesen, aber familiäre Gründe und jetzt noch zusätzlich eine ziemlich fiese Erkältung haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber was soll's, der nächste Marsch kommt bestimmt. Also Martin, zieh durch, übertreibet nicht, wir wollen noch lange was von dir haben. Also, hier Jas, du wirst das Ding rocken. Ja, vielen Dank, lieber Sebastian, und dir weiterhin gute Besserung. Nächstes Mal bist du auch dabei. Nee, es gibt hier leider kein nächstes Mal. Nächstes Jahr. Letztes Mal leider. An der Donau. An der ich übrigens gerade wieder vorbeilaufe. Eben waren wir noch ganz oben. Und jetzt sind wir wieder ganz unten. Dann geht es mit Sicherheit gleich wieder rauf.
Ist jetzt ganz schön hier. Hier haben sie so auf dem Weg hier überall so Schilder stehen mit den Fischen, die hier so in der Donau drin sind. Hier können wir bestimmt noch schön angeln, die Rotfeder. Jawohl. Ein Weißfisch kann man essen, aber ja, gibt bessere, wie zum Beispiel die Forelle. Weiter geht's hier entlang der Donau und da geht es so etwa noch einen Kilometer hier dran vorbei. Man sieht es zwar nicht gerade, aber da vorne ist es. Jo, schön, 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 schön. Gefällt mir die Strecke hier. So, Kilometer 44. Die Bahn ist eben durch. Da wird wohl jetzt keine mehr kommen. Nichts von der anderen Richtung. Oh, ein Tunnel. Ich weiß gar nicht, welche Bahnstrecke das hier jetzt ist. Auf jeden Fall fahren Züge. Ist gerade einer durch. Weiter geht's. Ja, das sind mal schöne Felsen. Ich muss sagen, die Strecke hier gefällt mir persönlich noch besser wie in Dresden. Ja, gut, in Dresden haben wir zwar die schöne Altstadt, aber von dem Naturbereich, sage ich jetzt mal, gefällt mir die Strecke sogar noch besser. So, Kilometer 45, noch 9 Kilometer. Und ich muss es nochmal sagen, ich habe es euch schon so oft gesagt, die Strecke hier ist einfach nur perfekt. Schön, schön anstrengend, schöne Aussichten, tolle Wege, das ist perfekt. Besseren Wanderweg kann es fast nicht geben. Und dann noch bei einer Veranstaltung, also das ist wirklich, ja, das Ergebnis. Das ist auch genug mit Loben. Aber guckt doch selber. Jetzt geht noch eine schöne Brücke. Ja, wie gesagt, noch 9 Kilometer. Und wenn alles gut geht, ich bin noch lange im Ziel, komme ich sogar noch ein bisschen früher an, wie ich geplant habe. Also Taschenlampe würde ich dann wahrscheinlich nicht brauchen. Dann kann ich näher auch Janine irgendwie am VP2 abholen oder sie ist schon im Ziel. Das sehen wir dann. Weil sie war ja Helferin am VP2, aber auf der 100er Strecke. Das sehen wir zwar nicht beim Laufen, aber später wieder. Lieber mal ein bisschen langsam hier. Ich glaube, es kommt gleich wieder eine Schauer auf. Ging jetzt auch eine lange Zeit gut im Regen. Aber es sind nur noch in Anführungszeichen 8 Kilometer. Ja, ich glaube 16.30 Uhr. Wir haben noch knapp 7 Kilometer. Aber es geht noch ein bisschen bergauf. Der Wolf hat eben gemeint am VP. Die letzten 3 Kilometer musste er bei der Ausschilderung vom E-Bike absteigen. Oh je, oh je, oh je. Da bin ich noch heiter. Jo, ansonsten läuft es noch so lala. Moment wieder so ein bisschen. Jo. Es reicht doch heute wieder für 50 Kilometer, 53, ne? Gut, für 100, da bin ich natürlich viel zu schnell unterwegs. Wäre eine andere Situation gewesen, aber jo, das ist genauso gut so heute wieder mal. Weiter geht's. So sind wir heute Abend schön gemütlich. Zu Hause oder am Hotel. Sollte jetzt wohl nicht da hochgehen. Oi, oi. Die Frage hätte ich mir sparen können. Natürlich geht es rechts hoch. Den steileren Weg. Gut, ging jetzt die ganze Zeit mal ein bisschen flach. Und hier ist jetzt wieder, boah, der Hammer gerade. Das haut einem wieder voll hier rein. So voll die Klatsche gerade hier, voll der Hammer von hinten auf den Kopf. Ja, da gibt es wohl noch eine kleine Kletterpassage. Da gab es aber eine Umleitung. Machen wir natürlich nicht. Wir kommen noch so irgendwie hier durch, dadurch natürlich nicht. Aber vielleicht hier. Ja. Ah, da zwickt jetzt. Ja, meine Oberschenkel, die sind ganz schön. Die haben heute hier ganz schön gelitten. Ah, auch wenn die fetzeln, aber die leiden trotzdem. Oh, gut geschildert, die Umleitung hier. Das ist ja fast wie ein Schwarzwald letztes Jahr. Da gab es einigen bösen Krampf beim Baum, das weiß ich schon noch. Der Toni wollte rausrücken. Toni, Grüße gehen raus. Ich habe damals gern verzichtet. War aber trotzdem nett, das Angebot. Ja,
Der Wolf hat nicht gelogen, nicht zu viel versprochen. Hier geht es jetzt wirklich. Ich habe noch 3,5 und das geht hier dermaßen steil, mein lieber Freund. Und schalten halt hier die Waden aus. Wir sind nämlich so ein bisschen am Limit gerade. Was heißt am Limit? Aber jo, sie leiden. Ich auch. Sieht man natürlich wieder im Video nicht, was die für eine Rampe ist. Gejammert wird nicht. Hier müssen wir hoch, nützt ja nichts. Uhr 23, Kilometer 54. Ja, das Ziel müsste schon fast zu sehen sein. Es sind noch 100 Meter. Noch sehe ich nicht. Na, gucken wir mal. Wo geht's jetzt hin? Vermutlich hier geradeaus. Bleib mal drauf. Kann auch nicht mehr weit sein. Dann nehme ich euch noch mit durchs Ziel. Aber so ein richtig schossen Pfeil. Da kann man nicht mehr weit weg sein. So, 17 Uhr. Ziel! Ankunft! Jetzt! Da sind wir. Hallihallo. Herzlichen Glückwunsch, komm her. Ja. Da sind wir wieder. Komm raus. Ja, das war ja schon wieder. Der Ultramarsch. Donauwellen. Ja, zur Strecke habe ich schon so viel heute erzählt. Die Strecke war traumhaft. Wann war ich jetzt da? Och, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwas mit 9 Stunden, 24 oder so, ist auch gar nicht entscheidend. Ankommen zählt. Ne? Ich habe zwar gedacht, ich würde ein bisschen länger brauchen, so wie im Schwarzwald, so 11 Stunden, aber es ging dann doch ein bisschen besser. Höhenmeter waren wohl nicht ganz so viel, wie auch im Schwarzwald gewesen. Ja gut, aber Komoot lügt, sagt 1300, ich glaube, da müssen doch ein paar mehr gewesen sein. Ja, wir sind jetzt hier noch ein bisschen im Ziel. Viele waren noch nicht da, aber ich muss noch auf Janine warten. Sie kommt jetzt vom VP2 zurück hier ins Ziel und dann fahren wir ins Hotel. Ja, was bleibt mir zu sagen? Ja. Unheimlich schöner Marsch heute. Anspruchsvoll zwar, aber raumhaft schön. 4-mal verlaufen, trotzdem ins Ziel gefunden. 54 Kilometer, aber es sollten sowieso etwa 53 sein. Also alles gut. Gut. Dann bleibt mir noch zu sagen, ja, vielen Dank fürs Schauen meiner Videos. Und vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr auch nochmal einen 100er Marsch. Aber im Moment ist dazu okay, wie es ist. Hätte ich zwar wahrscheinlich heute eventuell auch schaffen können. Ist gut gelaufen, aber ja. Ist auch so gut, so können wir hier schön ins Hotel fahren und morgen wieder nach Hause. Gut, jetzt bin ich für heute raus. Mein Name ist Martin. Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Schauen meiner Videos. Mit dem letzten Bild hier vom Zielbereich ist allerdings noch sehr ruhig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.